Der FC Bayern und die Verpflichtung von Stuttgart-Star Benjamin Pavard, für viele nur noch eine Frage der Zeit. Doch offenbar bekommt der Rekordmeister im Werben um den Franzosen weitere Konkurrenz. So berichtet der italienische Transfermarktexperte Gianluca Di Marzio, dass sich auch der SSC Neapel um den Weltmeister bemühen soll. Beim FC Barcelona sollen die Verhandlungen sogar noch fortgeschrittener sein. Die Verantwortlichen der Katalanen sollen sich bereits mit Pavards Beratern und seinem Anwalt getroffen haben. Fix sind dagegen schon einige Transfers im Tabellenkeller der zweiten Bundesliga. So hat der ehemalige Bayern-Profi Jan Kirchhoff beim vorletzten Magdeburg unterschrieben. Der 28-Jährige hilft zunächst nur beim Kampf um den Klassenerhalt und bleibt fürs Erste bis Saisonende. Auch der 15. Sandhausen verstärkt sich mit einem Ex-Bundesliga-Profi. 8 Jahre HSV hat Dennis Diekmeyer vorzuweisen. Auch er soll helfen, den Abstieg zu verhindern, bleibt allerdings ein Jahr länger bis 2020. Tabellenschlusslicht Ingolstadt verstärkt sich derweil mit einem hochwertigen Altmeister. So kommt Mergim Mavrai zu den Schanzern und bleibt bis 2020. 158 Spiele Erstliga-Erfahrung bringt der Deutsch-Albaner mit. Nicht verstärken, sondern aussortieren heißt es dagegen bei Premier League-Club Tottenham Hotspur. Trainer Maurizio Pochettino hat jetzt im Mirror bestätigt, unter anderem Llorente, Janssen, Nkudu, Dembele und Victor Wanyama aussortieren zu wollen. Der Verein ist zu dieser Maßnahme gezwungen, bevor man neue Spieler verpflichten kann.